Was passiert, wenn du einfach so schläfst? Bist jetzt wach? Oh. Oh. So, wir sind in einem völlig überfüllten Dolmusch. Hast du mir eine Rolle? Und fahren zum Markt. Für Leute, die es nicht wissen, Dolmusch ist so was wie ein Bus oder so hier in der Türkei. Man zahlt so 1 Euro und kann eigentlich überall hinfahren. Das ist mega cool, wird sich in Deutschland niemals umsetzen können, aber hier machen die den Umsatz ihres Lebens. Ja, ich war ja ziemlich oft schon in der Türkei und die kommen jetzt 2-mal die Woche immer und bauen hier dieses krasse Feldgewebe auf, was kilometerweit geht. Wirklich, das geht bis, boom, ans Ende der Welt, bis nach Deutschland geht das. Vom Markt zurück. Ich kann nicht mehr laufen, nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Willst du fliegen? Ja. Was? Das macht man nicht alles, ne? Ja. 80.000 Tonnen. Ich wiege nicht so viel. Oh, das ist aber auch unwirklich. Ah, ja, das ist auch wirklich. Ja, deine Tasche. Aua. Ah, ah, ja. Ich habe Karte. Nein, jetzt gehen wir noch in den Pool. Hier, das muss ich euch auch zeigen. Hier kann man einfach so Roller mieten und Autos natürlich und Flugzeuge. Das ist so wie in GTA, die landen dann einfach hier so zwischen den Straßen und so. Was hat das? Mach doch meinem Gag nicht kaputt. Oh Mann, du bist so unlustig. Ja, Mann, das war lustig. Ein Auto oder sowas? Nein. Ein Flugzeug brauchen. Jetzt geht's in den Pool. Dass Mädels immer die Nase zuhalten müssen. Ja. So, Freunde, ich habe mir gedacht, dass wir nochmal auf den letzten Vlog eingehen werden. So ein paar Kommentare bzw. die Top-Kommentare vorlesen und ein bisschen Feedback dazu geben. Das Top-Kommentar ist auf jeden Fall mit 90 Likes. Vivin hat voll die schöne Figur. Was sagst du dazu? Das ist eine Lüge. Die Vivin, die hat immer an sich was auszusetzen. Ich sage immer, das ist wunderschön. Und das gibt ihr auch nochmal die Bestätigung. Hä? Das ist jetzt unangenehm. Hier schreibt noch jemand, das ist auch noch ein Top-Kommentar von Niklas Lehmann. Der Eismann hatte ein bisschen türkisch Eis zu viel. Ja, jo. Ja. Dazu sagen. Ja, hatte er. Dann schreibt hier Christoph Wenzel mit 12 Likes. Das gerne nochmal. Und noch mehr Paarduelle. Deine Videos werden immer unterhaltsamer und der Schnitt war in diesem Video auch sehr cool. Mehr Paarduelle wollen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen uns noch ein paar Fragen runterschreiben und dann machen wir das auf jeden Fall. Das macht uns auch Spaß, weil das uns ja auch so ins Ungewissene treibt. So, was sagt der eine über den anderen? Vor allem und so. Dann im Schnitt, gell? Ja, ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Kommen auf jeden Fall noch ein paar. Und dass meine Videos besser werden, das freut mich zu hören. Ich habe tatsächlich den Schnitt, um ehrlich zu sein, ein bisschen hingeklatscht. Normalerweise gebe ich mir immer mehr Mühe, aber ich bin ja auch ein bisschen im Urlaub, dachte mir so, ey, ihr wollt das sehen. Ich will auch so ein kleines Urlaubsvideo machen. Deshalb habe ich das mal gemacht, saß jetzt 2 Nächte dran, das passt. Im Urlaub kann man das schon mal machen, oder? Lukas F. schreibt, Marc eskaliert wieder mal komplett. Mega nice, seid die Besten. Ja, eskalieren natürlich immer überall. Always energy, man. Nur so macht das Leben Spaß.
Luna Blanca Resort und Spa schreibt, das ist übrigens das Hotel hier, die haben das Video entdeckt, das ist so crazy, jeder Animateur kommt zu mir und sagt, hey, ich habe dein Video gesehen. Wir saßen eben am Tisch und dann ist die Hotelmanagerin zu mir gekommen mit dem Social Media Team und hat einfach nochmal gefragt, ob alles gut war, ob wir einen guten Aufenthalt hatten. Hey, was macht denn dieser Dude, Alter? Ob wir einen guten Aufenthalt hatten, ob alles gut war, ob die Zimmer immer sauber waren und so weiter. Haben sich voll um uns gesorgt, weil die das Video gesehen haben. Die hat das auf jeden Fall sehr gefreut. Nächstes Mal, wenn wir herkommen, kriegen wir tatsächlich die King-Size-Suite. Paul Müller schreibt, Urlaub allein mit dem Video finanziert. Dazu kann ich euch auch noch mal kurz was sagen. Und zwar lade ich ja 4-mal im Monat hoch, manchmal mehr, manchmal weniger. Und meine Videos nehmen echt viel Zeit in Anspruch. Und ich schneide wirklich tagelang an diesen Videos, drehe wirklich tagelang an diesen Videos und diese Arbeit sollte halt in irgendeiner Weise auch ausgezahlt werden. So, ich meine, ich habe im Urlaub jetzt ein 15-Minuten-Video rausgebracht, was schnitttechnisch schon im obersten Niveau war, obwohl ich gesagt habe, ich habe es ein bisschen hingeklatscht, aber es ist trotzdem besser als jeder andere YouTuber. Und ich finde, wenn man so viel Zeit und Mühe reinsteckt, sollte man auch ein bisschen Profit dadurch ziehen, muss ich ehrlich sagen. Deshalb denke ich, ist das völlig legitim. Ich meine, euch kostet das eh nichts. Ihr guckt das, dann ist halt mal kurz Werbung. So ist. Aber ich meine, leben und leben lassen, wie man es hier in der Türkei sehr oft sagt, auf dem Bazar zumindest, wenn die handeln wollen. Weil es verändert ja nichts an mir. Hey. Was ist mit dir los? Piratengirl, Piratengirl, Piratengirl 2, Piratengirl 3, Piratengirl 4, was hab ich in deinen Kopf gesteckt? Ja. Oh, dieser scheiß Joke, Alter. Oh. Hast du nichts Besseres zu tun jetzt? Ich hab wenigstens so ein bisschen besser gemacht. Sei mal ein bisschen kreativer. Ey, ich hab Kopfhörer. Wenn ich Stromschlag bekomme und dann tot bin, in meinem Kopf drin. Deswegen hab ich aufgepasst. Ja, von da so, oder? So, warum probierst du wieder von da oder was? Ich wollte eigentlich, dass du von... Ey! Du bist so, Alter! Nein! Immer dasselbe, Alter! Aber ich bin auch voll angestrengt dahin, um dich wegzuschieben. Ich sag mir so, warum machst du nicht ein Foto von da, wo ich will? Mach jetzt mein Instagram-Foto. Los! Guck mir auf Instagram. Hey, hör auf, ich zieh dich noch hin. Das ist dein Handy. Ja, und es ist sogar wasserdicht, ne? Weißt du, was ist dumm, hä? Komm, mach mit. So, wir spielen eine Runde Volleyball. You got a camera in your face, yep. Like I'm good. Genau so solltet ihr nicht Volleyball spielen. Ich mache jetzt so einen geilen Short oder so. Boom! Ha! Ha! Hab ich doch gesagt, Mann! Hey! Sag ich, haben wie Krebs getanzt. Die haben doch auch wie Krebs getanzt. Wirklich.
So, jetzt machst du dich lustig über mich. Ich fand's richtig cool, wirklich Respekt. So, Freunde, wir haben uns jetzt nochmal rausbegeben. Ich habe zwar einen Boxautomat bei mir im Wohnzimmer stehen. Hier darf natürlich jetzt auch nicht fehlen, dass ich hier auch mal den Highscore knack, ne? 2400 gilt es zu schlagen. Ah, nice. Brauch ich gar Weißt du was, ich stell mir einfach vor und dann boxe ich den Highscore bis auf over 9000, Alter. Türkei ist mir. So, wie man macht jetzt. Kannst du dich aber sehen lassen als Frau, oder? Yeah. Wir haben mittlerweile 23:15 in der Nacht und der Marc ist am Shoppen. Ja. Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? 23:15. So was muss man in Deutschland gehen. Ja. Ja. Da würde ich immer einkaufen, da würde ich viel mehr an mir verdienen. So nach dem Schnitt schön raus, einkaufen. So, Freunde, ihr seht schon, es ist komplett dunkel. Wir haben einfach 1 Uhr. War aber cool, die hatten Teppichboden. Ich bin da die ganze Zeit mit Boxershorts und Strümpfen rumgelaufen. Ich habe mich da gefühlt wie zu Hause. Haben uns noch nett unterhalten. Hat Spaß gemacht, oder? Wow. Mann, ich war doch bei dir auch schon mal so lange da und hab dir zugeguckt und so weiter. Du hast zwar nicht immer alles so gekauft. So lange? Ja, hier noch nicht, aber ich meine so in Deutschland, wenn du irgendwas guckst. Das auch Ding nicht ist, in Deutschland. Bei Frauen ist es so, die gucken so lange und kaufen am Ende nichts. Weißt du, ich guck wenigstens so lange und kauf was. Der mag noch Party machen, nachdem er geshoppt hat. Der hat genug Geld ausgegeben. Das ist ja genau, das ist mein Lied, ja? Das ist mein Lied. Oh, ist ja voll die geile Musik. Mashup, den DJ Buchle für die Breakdown Party 2.0. Für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, weil ich gerade die Musik höre, die ist so richtig in diesem Mashup-Style. Breakdown Party 2.0 in Köln im Yuka Club, die veranstalte ich. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Am 30.08. Was Save the Date, 30.08. Oh, ich glaube, ich bin übermüdet. Hä? Eben gerade hast du wieder gepiskert. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch übermüde. Boxautomat. Nein, der hat heute schon gekriegt. Ja, schon, schon auseinander. Guck mal, das ist mal mit Nebel, wie Kinderparty macht. So, der letzte Tag ist angebrochen. Und wir räumen jetzt auf. Das sieht schrecklich aus. Ja. Kennt ihr das? Wenn ihr den Koffer packt und in den Urlaub fliegt, passt alles. Aber wenn ihr zurückfliegt, passt gar nichts mehr. Leute, mein Koffer ist einfach schon voll, also da geht echt nichts mehr rein. Und er wiegt weniger als bei der Hinreise. Ja. Wie geht das? Es ist traurig, ich fühle mich so, als wären wir jetzt gerade erst in dieses Zimmer rein und hätten gesagt, oh, tolles Zimmer und so. Und jetzt müssen wir schon wieder gehen.